Moin Freunde, was geht ab zur 18. Folge Minecraft Java Guide mit Theo. Letzte Folge haben wir ja noch ein bisschen weiter gemacht. Da unten im Keller und wir haben alles so gemacht. Wir waren mit den Piglins ein bisschen traden und so, ja. War eigentlich ganz gut und haben hier diese ganzen Pilzlichter noch platziert, dass es alles schön aussieht. Und jetzt kommt hier ein Creeper, der darf jetzt hier nichts kaputt machen, weil das wäre sehr schlecht. Och, Digga, guck mal her. Da ist er explodiert. Sehr schwierig, ey. Wie gesagt, ich will noch mal eine Sache zu dem Truhenlager sagen, was ich mir da noch gebaut hatte. Ich werde, glaube ich, nicht alles da rein sortieren, weil ich sehr viele wichtige Dinge noch brauche und benötige. Wie gesagt, da kommen nur die unwichtigen Dinge jetzt rein in dieses Truhenlager erstmal. Und ja, so. Aber ich wollte mir noch einen Rüstungsständer machen, weil das habe ich eh schon mal vorgehabt in einer Folge und das machen wir jetzt, würde ich sagen, sogar mal. In der Folge heute Überwachungsturm bauen. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute fertig werde in der Folge, weil ich heute noch ganz schön viel im Hut habe, aber ja, das wird heute auf jeden Fall gemacht. Also angefangen zumindest, so. Jetzt so Rüstungsständer. Dafür brauche ich diese komischen glatten Steinstufen und Stöcker brauche ich dafür eine ganze Menge, glaube ich sogar. Deswegen gehen wir heute auch nochmal Holz farmen, Leute, weil das ist, wie gesagt, wichtig, dass wir das machen und deswegen wird das heute auch nochmal gemacht. Holzstöcker farmen. So. Jetzt haben wir hier 16 Stöcker. Und ich versuche mir jetzt mal einen Rüstungsständer hier zu machen. Wie ich mir einen Rüstungsständer mache, ey. Fehlt mir noch was, wenn ich mir jetzt einen Rüstungsständer herstellen möchte? Ist hier irgendwo ein Rüstungsständer? Hier. Okay. Ach so, ja stimmt, da brauche ich ja noch die für. Also ja, stimmt, die muss ich ja dafür noch klein machen. Stimmt ja. Also da muss ich das mal, würde ich sagen, hier reinmachen. Warte mal, ich gehe hier ran an Dings. Was war das denn gerade für ein Bug in meinem Gehirn? So, da, jetzt rau. So, dann haben wir ein bisschen was. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Jetzt sollte ich mir eigentlich einen Rüstungsständer machen können. Da haben wir einen. Sehr gut. Und sogar noch einen. Machen wir uns mal noch einen, weil es so schön aussieht, ein Rüstungsständer. Stelle ich mal einen hier rein und den anderen auch hier rein. Zwei Rüstungsständer. Jetzt könnte ich mal hier noch eine Rüstung nehmen. Nein, die Lederrüstung könnte ich noch da direkt für nehmen. Weil diese Lederrüstung, die muss ich immer irgendwie wegmachen. Dann kann ich den die Lederjacke anziehen. So, hier. Ist da noch irgendwo eine Rüstung drin? Irgendwie. Nee, mehr Lederzeug ist hier nicht mehr drin. Der Bree kann noch den Helm aufhaben, wenn er möchte. Weil den brauche ich ja jetzt erstmal nicht. Kann ich ja dann einfach wieder abnehmen, den Goldhelm. Die restlichen Steinstufen mache ich mir einfach jetzt noch rein. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Wenn der Platz nicht mehr ausreicht, muss ich dann tatsächlich mal alles in das Truhenlager auch einordnen. Heute aber Überwachungsturm. Ich glaube, den Turm baue ich einfach mal aus Cobblestone, ja. Also der wird mit aus Cobblestone gebaut. Dafür brauche ich jetzt aber noch eine Sache, und zwar Leitern. Brauche ich dafür eine ganze Menge sogar. Ich hatte, glaube ich, irgendwo noch ein paar drin, ein paar Leitern, aber die hatte ich, glaube ich, verbraucht. Also die hatte ich einmal, glaube ich, verbraucht, die Leitern, wo ich da das mit den Jalousien da gemacht habe. Ihr wisst schon da. Das eine Mal, und deswegen habe ich die, glaube ich, verbraucht. So 21 Leitern habe ich. So, ich fange jetzt an. Ich fange jetzt an, den Überwachungsturm zu bauen. Wo bauen wir den denn am besten? Oder wo sehen wir das am besten, wenn ich den jetzt baue? Wir brauchen einen guten Überblick. Das wäre hier, glaube ich, zu auffällig. So mitten in unserer Base hier so. Wäre das hier nicht zu auffällig irgendwie? Ich weiß ja nicht, ob das hier so der richtige Ort dafür ist. Das jetzt zu machen, versteht ihr? Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Ort dafür ist. Ich glaube, ich baue den Überwachungsturm einfach mal hier hin. Hier ist, glaube ich, ein guter Überblick. So, jetzt... Der muss schon ein bisschen höher gebaut werden. Pass auf. So hier. Erstmal Leitern hoch. Dass ich zumindest mal ein Dings habe, wo ich runter wieder kann auch. Und wieder hoch kann, ja. So, jetzt will ich noch eine Sache machen. So, jetzt kommt hier, wird sich dann wieder hochgebaut. Und hier auch nochmal. Hier auch nochmal.
Weil es soll ja, ich weiß nicht, ob der so groß werden soll, der Turm. Das ist auch noch die fragliche Sache, ob der Turm so übelst groß werden soll. Das ist auch noch eine gute Frage. Jetzt mal so. Ich glaube, so hoch weiß ich jetzt nicht. Oh, zu langsam knapp mit meinem Leben hier. Ich muss ein bisschen aufpassen. So. Also den Turmaufbau haben wir schon mal. Jetzt so hier. Jetzt könnte ich um die Fläche noch so ein bisschen ausbreiten. Noch so ein bisschen die Fläche ausbreiten. So. Ach fuck, jetzt habe ich mich hier verbaut. Perfekt. So. Ich will diese Fläche noch ein bisschen ausbreiten, falls ihr das versteht. So, baue ich mal hier so rum einmal. Den Turm. So. So. Jetzt noch hier so ein bisschen noch in die Breite, weil ich will das gerne so ein bisschen in die Breite ziehen. So, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt haben wir den Turm. So. Ist der Block unsichtbar? Das sind jetzt hier schon wieder für ein Bug. Boah, ey, sag jetzt nicht, ey, das ist so ein Bug. Wahrscheinlich ist es wirklich so ein Bug. Weil ich habe irgendwie gerade so einen Bug, dass meine Blöcke unsichtbar sind, die ich baue. Was ist das denn schon wieder für ein dummer Bug? Ey, komm. Na, echt Bugs in Minecraft, aber das ist auch nur hier oben so, ne? Hier unten nicht. Geht's jetzt wieder der Bug? Müsste vielleicht wieder jetzt behoben sein. Da siehst du, Shader ist manchmal auch nicht so das Beste. Man kann auch Bugs bei Shader haben, ne? So ist jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum das hier oben so aussieht. Also jetzt, okay. Frag mich nicht, warum das jetzt hier so ist, dass das irgendwie so ist. Keine Ahnung. So, lasse ich das jetzt einfach mal. Komm. Jetzt geh doch. Es ist so ein behinderter Bug gerade, ne? Also ich glaube, ich werde das Game nochmal liefen und nochmal ganz kurz neu reingehen, weil sonst ist dieser Bug wieder die ganze Zeit da und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil dieser Bug, der ist extrem nervig. So, ich hoffe, der geht jetzt wieder, dieser Bug. Ich hoffe es einfach mal. So, jetzt, ja, der Bug ist wieder behoben. Ach, zum Glück, ey. Das war gerade schon wieder so eine nervige Situation. Nervige Situation, ey. Nee. So mache ich, glaub ich, meinen Turm. Weil so gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ja. Eigentlich ganz gut aus, der Turm. Ein Wachturm. Aber ich mache da noch so ein bisschen Kuddeluddel halt hin. Damit meine ich jetzt halt, da will ich halt auch noch ein bisschen Holz halt hin machen. So ein bisschen Holz muss da wie gesagt auch noch hin. Ich glaube, ich mache den mal undercover. Ein bisschen undercover-mäßig. Na, das reicht nicht. Ich brauche noch mehr davon. Sind diese anderen glatten Steinstufen? Doch noch nicht alle, oder? Hier habe ich noch welche drin. Doch so. Das sind, glaube ich, sogar alle. So, warte mal. Ich will mal eine Sache versuchen, wie das aussehen würde. Wenn ich das jetzt so undercover-mäßig machen würde. So undercover-mäßig bauen würde. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Wenn ich das jetzt teilweise machen würde. Ich gehe mal wieder hoch auf mein Wachturm. Baue den jetzt mal so ein bisschen undercover, so hier. So. So hier halt. Bisschen undercover-mäßig, glaube ich. Ich bin der undercover-mäßige. Der es hier baut. Macht. So, hier kann ich dann wieder gucken und dann kann ich hier mal wieder runterballern. Wenn tatsächlich mal irgendwelche Feinde in Sicht sind oder so. Ich finde, so sieht der nochmal ganz anders. Sieht ein bisschen anders aus, der Turm, aber auch ganz gut eigentlich. Ja. Turm ist fertig. Dieser Wachturm, den haben wir auch. Gute Geschichte, Leute. Als nächstes, was wollte ich heute noch machen? Die Zuckerrohrfarm.
Das ist auch so eine Sache, die ich heute noch erledigen möchte, weil die Zuckerrohrfarm, die ruft, wie gesagt. Die will ich heute noch beenden. Warte mal, Tür zu. Zuckerrohrfarm. Dann brauche ich dafür jetzt mal einen Eimer. Das ist Lava. Ach, ich crafte mir mal einen neuen. Den Lava-Eimer lasse ich mal noch, wenn ich das da wieder irgendein Missgeschick dann passiert. Ich crafte mir mal am besten noch ein bisschen Dings. Wie kann ich das am besten machen? Ich überlege es gerade. Boah, das ist eine schwierige Entscheidung, ey. Boah. Nee. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Ist gar nicht so einfach, die Entscheidung. Also, die Entscheidung ist wirklich. Boah. Ich mache mir einfach. Komm. Ich mache mir jetzt einfach noch einen Eimer. Ich fand es ein bisschen unnötig jetzt, aber. Komm, einen Eimer mache ich mir mal noch. Das ergibt ja Sinn. Wir schlafen jetzt hier ganz entspannt. So. Und die Zuckerrohrfarm könnte jetzt auch gebaut werden. So, da brauche ich jetzt ein bisschen Zuckerrohr für. Da haben wir ein bisschen. Ist hier auch noch ein bisschen was drin jetzt gewesen? Ja, hier war auch noch ein bisschen was drin. Sehr gut. Weil die Zuckerrohrfarm wollte ich eh noch bauen. Und dann kann ich die. Ich könnte die jetzt auch theoretisch hier ins Wasser einfach bauen. Also einfach hier so eine. Aber es wird dann, glaube ich, zu voll, ja. Deswegen werde ich die, glaube ich, noch mal ein bisschen anders machen, weil wenn ich die hier ransetzen würde, ich glaube, das würde dann einfach zu voll werden, wenn ich das machen würde. Und ich will irgendwie nicht, dass die Map irgendwie so voll irgendwie aussieht, weil das ist auch nicht so mein Ding. Wenn die jetzt so voll aussehen würde, würde das auch nicht so mein Ding sein. Aber es sieht echt cool aus. Also der Schmied sieht eigentlich auch richtig, richtig geil eigentlich aus. Mal zumachen hier den Schmied am besten. Das ist ja auch ein bisschen. Naja, so, die Zuckerrohrfarm würde ich sagen, kommt mal hier hin, weil hier können auch noch ein paar andere Farms dann halt hin. Das wollte ich ja eh noch machen, aber wo kriege ich jetzt das Wasser am besten her? Ist halt die Frage, ne? Ich brauche Wasser. Ich brauche Water. Watermelone. Und einen Wasserfall wollte ich mir auch noch mal in einer Folge bauen. Das muss auch noch gemacht werden. So. Dann kann ich ja direkt mal hier hochgehen und hingehen und mir Wasser holen. Geil. Spaß. Ach komm, die Lava. Warte mal, was mache ich mit der Lava? Die setze ich jetzt einfach irgendwie mal ran hier. Warte mal, ich könnte eine Sache mit der Lava anfangen. Das wäre sogar eine ganz coole Idee. Mit der Lava könnten wir so ein Poster bauen, wo wir die Dinge reinmachen, die wir nicht mehr brauchen. Also hier so, auf Undercover angelehnt, machen wir jetzt hier zum Haus so eine Ecke, so eine kleine. Oder es muss nicht im Haus sein. Man kann auch hier draußen sein, so eine Ecke. So, so. Ah ne, das ist zu gefährlich hier. Nee. Das ist zu gefährlich, aber hier mache ich es hier draußen halt. Eine kleine Ecke halt. Die ich mir hier so runterbaue. Wo wir hier rum, rund und rum Stein machen. Also hier halt so Stein. So. Und hier drunter machen wir halt einfach einen Stein und dann machen wir hier random Lava rein. So, und jetzt können wir theoretisch, wenn wir jetzt Abfälle haben, können wir die da reinschmeißen. Ja. Das ist halt der Vorteil, wenn man so ein Lava-Dings hat. Kann man einfach die Abfälle, also dann könnte ich jetzt theoretisch jetzt einfach, nehme ich mal das Weizenkorn. Könnte ich das Weizenkorn theoretisch nehmen und dann einfach. Oh ne, das fängt an. Oh ne, das fängt an zu fackeln, ne? Ernsthaft? Müssen wir ein bisschen aufpassen, so. Wenn ich jetzt theoretisch das Weizenkorn nehmen würde. Das Weizenkorn jetzt einfach hier reinfackeln würde, so hier. Wisst ihr? Dann ist es weg. Könnte man natürlich jetzt nicht bei dir Sachen machen, aber bei so einem Ding geht es eigentlich schon. Da könnte man schon mal machen. Da macht es auch Sinn, finde ich. Hat das eigentlich die Zielweite? Ich will mal was probieren. Habe ich irgendwas? Ich schmeiß mal einen Block, einen Erdblock rein. Ich will mal eine Sache ganz kurz probieren, ob ich diese Zielweite. Wenn ich mich jetzt hier ranstelle und das jetzt hier reinpacke. Ja, okay. Es geht. Es würde sogar gehen. Jetzt hier nehmen wir dann so. Ja, okay. Nichts noch eine sinnvolle Sache gebaut, die auch Sinn ergibt zu geben, weil der Rest würde ja keinen Sinn ergeben, dass man damit noch alles anstellen kann. So, deswegen ja. Essen jetzt, komm, fress doch. So, wir gehen gucken, was haben wir hier noch so alles Schönes. Die Lore, ey, gefällt mir nicht. Jedes Mal ist die irgendwie schief oder so. Die soll doch vernünftig hier stehen. Mann, 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 meine Güte, meine Herren. Viele haben mich auch gefragt, warum fährst du hier einfach nicht mit der Lore runter? Ach, keine Ahnung.
Kann auch laufen, ja, das habe ich einfach nur so gebaut, weil so war ich es eigentlich ganz cool so fand. Weil in der Welt auch ein bisschen was stehen musste, habe ich es einfach jetzt gebaut. Oh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Auch noch Tintenbeutel. Kann ich mir so ein Schreibheft auch machen, also so ein Buch, wo ich so ein Tagebuch führen kann. Das werde ich jetzt natürlich nicht machen, aber ich brauche irgendwie auch mal so ein Buch, ja. Bücher wären auch ganz cool, so jetzt ganz kurz hier Wasser holen. Rennen wir hier ran an Wasser und holen uns hier. Zack. Und zack. Oh nein, jetzt habe ich hier eine Fackel aus Versehen im Wasser gespawnt. Boah, bin ich schlau, ey. So. Zwei Wassereimer haben wir. Sehr gut. Das ist unser schönes Fischerhaus, ey. Ey, da müsste auch mal so ein kleiner Steg hin. So eine kleine Rampe, sage ich jetzt mal so, wo wir hinlaufen können, weil es doch nervig, wenn wir immer durchs Wasser müssen. Können wir noch hier so einen kleinen Steg hin machen. So. So schuldig aus, wenn wir noch so einen kleinen Steg machen. Warte, dann mache ich es hier drüben auch nochmal direkt. Die auch direkt verbrauchen. So, machen wir eine kleine Brücke. So. Haben wir das auch geschafft. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Na. Am Anfang kann man ja noch zwei so eine Dinger machen, dass es auch gut aussieht. So. So mache ich das einfach mal, diesen kleinen Steg. So, Wassereimer habe ich zurück, weil wir wollten jetzt noch die Zuckerrohr haben. Aber warte mal, ist hier irgendwo sogar noch ein bisschen mehr Zuckerrohr? Da drüben war doch sogar noch ein bisschen mehr. Irgendwo hier. Dann könnte ich noch ein bisschen direkt mitnehmen. Ah ne, das hatte ich glaube ich sogar schon mal mitgenommen. Ich dachte, ich habe das noch nicht mitgenommen. Das hätte ich nämlich direkt mitgenommen. Aber ich habe es schon mitgenommen. Ich habe es schon mitgenommen, Leute. Naja. Das bin typisch ich. Denke mal, dass ich was gemacht habe und dann habe ich nichts gemacht. Typisch ich. Das ist mein Leben, Leute. So, können wir auch direkt mal ein paar Farmen hier noch bauen. Das wollten wir eh noch machen. Renn ich hier durch, rennen wir rein, gehen wir raus, rennen wir rein, gehen wir raus. Au! Der hat gezwiebelt. Der Schrott hat wirklich gezwiebelt. Hier könnte ich jetzt theoretisch einfach so eine Farm hinbauen. Hier, ne, jetzt wollte ich ja da drüben, wollte ich ja da drüben, ne, oder hier? Okay, hier wär's besser. Komm. Machen wir es einfach mal hier jetzt so. Aufwand machen, nicht rumheulen. Machen wir es einfach hier. So, auf beiden Seiten Zuckerrohr hin. So. Ne, nur eins. So. Zuckerrohr haben wir. Ach komm, ich setze mal das eine Zuckerrohr, was ich hier habe, noch an meinen Teich einmal ran. Ein, ja, setze ich mal noch einmal hier ran jetzt. So. Kann ja noch wachsen. So, was wollt. Jetzt kann ich noch eine Farm eigentlich bauen. Theoretisch kann ich jetzt sogar noch eine Farm bauen. Ich glaube, ich baue mir sogar noch so eine kleine. Ich habe ja noch so viel, sag ich jetzt mal so, rote Beete-Samen und so. Und da könnte ich mir ja hier auch noch so eine kleine Farm mal bauen. Muss ja keine große Farm sein, ne? Muss jetzt hier keine mega fette Farm sein hier. Aber so eine kleine Farm reicht ja aus. Deswegen müssen wir mal so eine Erntehacke machen. Dann kann ich beginnen. Beginnen kann ich dann. So. Ich gehe mal hier hin. Ich hole mal ganz kurz was. Habe ich hier noch irgendwie? Ja, hier sind ein paar Kürbissamen drin, Melonsamen. Und die Samen sind da drin? Ja, eigentlich nicht.
Hier noch irgendwie, ah, hier habe ich auch noch ein paar Sand und Kakaobohnen. Kakaobohnen, die kann ich doch sogar hier irgendwie ranmachen, ne, an so einen Baum, ne? Möchte ich sagen, geht sogar. Die gehen sogar an so einen Stamm ran. Kann man das nicht mehr machen? Zu so einem Ding irgendwie, irgendwie geht es doch. Ich kann mir braunen Farbstoff herstellen. Perfekt. Habe ich noch irgendwie so ein. Ach, muss ich mir wieder craften? Ey, ich habe gar keinen Bock. Immer muss man craften. So, jetzt hier. Haben wir das da? Steinhacke. So, da haben wir noch. Da haben wir auch noch ein bisschen. Und die Setzlinge nehme ich mal auch direkt mit. Die pflanze ich auch direkt mal an. Hier, die Setzlinge hier. Können wir alles mal machen. Heute die Erntefolge können wir das ja nennen. Ich gehe schlafen. Kann noch nicht. Perfekt. Dann kann ich ja noch kurz anpflanzen. So, mein Zuckerrohr steht da und daneben steht direkt das andere. So, hier kann jetzt das mit die Melonenkerne können ja auch in hier gepflanzt werden. Die Melonenkerne. So, Hobbygärtner. Ja, ich bin ein richtiger Hobbygärtner, das stimmt. Da muss man zustimmen. Ich bin schon ein Hobbygärtner. Ich glaube, läuft da keiner aus, was ihn ruft. Das wäre richtig scheiße. Kürbiskerne kann ich noch ranpflanzen hier, weil die wollte ich auch noch ranpflanzen hier. So, habe ich. Perfekt. Kann theoretisch das auch einfach ins Feuer reinwerfen. So, wir gehen jetzt in die Haier, Leute. Wir müssen in die Haier jetzt. Wir müssen schlafen. Ich wollte noch ein paar Glowberries bekommen. Schlafen, ab ins Bett. So. Ich habe ja noch Knochen. Ich habe ja noch richtig viele Knochen. Habe ich auch noch hier oben, glaube ich. Hier Skelettknochen. Ich habe hier oben irgendwie noch 1000. Genau. Also hier sind einer, zwei. Hier müssten auch noch mal vier sein. Okay, dann muss ich mal hoch. Muss ich mal runter in meine Kammer. Und jetzt runter gehen, weil hier hatte ich auch noch mal, glaube ich, ein paar gehabt. So. Ach, ich laufe immer falsch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wo ich denn die? Ja, genau hier. Und die anderen hatte ich, glaube ich, keine drin. Ne? Nein. Schade. So. Dann die Eichensetzlinge nehmen wir auch nochmal mit. Die sind, glaube ich, ganz gut, wenn wir die nochmal mitnehmen. Das lohnt sich. Und da. Ja. Und ich wollte ja eh noch ein bisschen die Map verschönern in der Beziehung. Deswegen können wir hier auch noch ein paar hinmachen. Essensvorräte sind leider aufgebraucht. Schade, aber wahr. Hierhin, 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 dahin. Von da machen wir einen hin. Hier machen wir einen hin. Also ein bisschen verteilt auf der Map jetzt hier. Ah. Ist ja auch runter eine Höhle. Ist ja Wahnsinn. Aber nicht, dass es hier so tief geht, oder? Nee, war klar. Das ist so eine verarschte Höhle, nenne ich die mal. Da denkt man so, dass man übelst weit kommt und dann kommt man so für eine richtige Scheiße. Das ist immer so bei denen. Dann überwachse ich die mal. Mache ich hier mal. Ne, hier stehen schon ein paar Setzlinge. Da auch ein Hin. Das sind zwei. Da steht schon zwei.
Und hier bei meiner Farm ist das scheiße. Da einfach einen hin. Und hier kommt noch einer hin. Und da. So, ich setze mir den auch gepflanzt. Ich bin jetzt ein richtiger Hobbygärtner hier. So, und die Kakaobohnen. Die kann ich doch irgendwie hier ran machen, ne? Das geht, glaube ich, nur bei diesen Dschungelbäumen, ne? Geht denn das jetzt? Ah, hier, genau. So, die Kakaobohnen machen wir mal hier nochmal hier ran, jetzt würde ich sagen. Kakaobohnen jetzt hier ran, auch so. Geht doch, hoffentlich wachsen die mal schnell. Wäre ganz cool, wenn die jetzt schnell wachsen würden. So, wir gehen hin. Gucken mal, was kommt. Guck mal, eigentlich kann ich den Baum noch auch wirklich mal richtig wegfüllen. Hier dieses 23 Grad Weggefälle kann ich mir auch sparen. Habe ich jetzt hier noch irgendwas? Nö. Soll ich sagen, dass die Farm eigentlich ganz gut fertig ist, ne? Wohl eine Weizenfarm könnten wir noch machen. Obwohl, können wir auch eigentlich in der nächsten Folge machen. Also falls euch diese Gärtner-Farm-Folge heute gefallen hat, würde ich mich selber einen Like und ein Abo freuen. Mir hat diese Folge auf jeden Fall ganz gut gefallen. Oder ist ein Setzling gedroppt? Wie soll ich damit klappen? Nein, 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 nein. Also. Ach, fuck. Ich bin auch jetzt hier safe. Perfekt, jetzt ist es hier kaputt gegangen. Ach, Mann, ey. Dann mache ich hier nochmal einen Melonen-Dings hin. In dem Fall, Leute, falls es wie gesagt gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Mir hat es auf jeden Fall wirklich gut gefallen, die Folge. Einiges geschafft.